Herzlich willkommen zu unseren Erklärvideos. Mein Name ist Dina de Haas, ich komme aus Hannover und begleite Sie durch dieses Video. Die Berufseinstiegsschule besuchen Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung brauchen, damit sie einen Hauptschulabschluss machen, in eine Berufsausbildung oder in eine Berufstätigkeit starten können. Es gibt an der Berufseinstiegsschule außerdem Klassen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Deutschkenntnisse noch verbessern müssen, bevor sie diese Ziele erreichen können. Die Berufseinstiegsschule wird in den Fachrichtungen Wirtschaft, Technik sowie Gesundheit und Soziales angeboten. In jeder Fachrichtung können unterschiedliche Schwerpunkte gewählt werden. Man kann sich dadurch ganz gezielt auf bestimmte Berufe vorbereiten. Zum Beispiel kann man sich in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales auf eine Ausbildung in der Pflege, in der Erziehung oder in der Körperpflege vorbereiten. Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in Deutsch und Mathematik verbessern. An der Berufseinstiegsschule gibt es drei verschiedene Klassen: die BES Klasse 1, die BES Klasse 2 und die BES Klasse Sprache und Integration. Die BES Klasse 1 besuchen Schülerinnen und Schüler, die die allgemeinbildende Schule ohne Schulabschluss verlassen und noch nicht die Schulpflicht erfüllt haben. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Regel in der 8. oder 9. Klasse. Bei allen diesen Schülerinnen und Schülern muss der besondere individuelle Förderbedarf festgestellt sein. Ziel der Klasse ist der Besuch der BES Klasse 2 oder die Aufnahme einer Ausbildung oder einer Arbeit. Ein Hauptschulabschluss kann man in der BES Klasse 1 nicht machen. Dies ist danach aber in der BES Klasse 2 möglich. Die BES-Klasse Sprache und Integration besuchen Schülerinnen und Schüler, die ihre Deutschkenntnisse verbessern müssen, bevor sie einen Hauptschulabschluss machen oder in eine Ausbildung starten können. In diese Sprach- und Integrationsklasse der Berufseinstiegsschule werden neu eingereiste Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Sprachförderbedarf aus dem Sekundarbereich 1 aufgenommen. In der BES-Klasse Sprache und Integration kann man ebenfalls keinen Hauptschulabschluss machen. Man kann jedoch danach bei entsprechender Leistung in die BES Klasse 2 wechseln. Die BES Klasse 2 besuchen Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die BES Klasse 1 oder die BES Klasse Sprache und Integration, vorausgesetzt, sie haben die nötigen Leistungen erbracht. Außerdem können Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die die allgemeinbildende Schule nach Klasse 9 oder 10 verlassen und keinen Hauptschulabschluss haben oder ihren Hauptschulabschluss verbessern möchten. Ziele der BES Klasse 2 sind der Hauptschulabschluss und die Vorbereitung auf eine Ausbildung. In den BES Klassen 1, 2 und Sprache und Integration haben die Schülerinnen und Schüler etwa 30 bis 35 Stunden Unterricht pro Woche. Außerdem findet ein Betriebspraktikum statt. Wenn man ein Jahr lang die BES besucht hat, egal in welcher Klasse, ist man nicht mehr verpflichtet, weiter zur Schule zu gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, die BES Klasse 2 oder die BES Klasse Sprache Integration in Teilzeitform zu besuchen. In dem Teilzeitmodell hat man nur etwa 2 Tage Unterricht in der Schule. An den anderen Tagen ist man in einem Betrieb und macht eine Einstiegsqualifizierung, kurz EQ. Die EQ ähnelt einem Praktikum, das man für 6 bis 12 Monate in einem Ausbildungsbetrieb macht, der dafür vorher seine Zusage gegeben haben muss. In der Klasse 2 in Teilzeitform kann man den Hauptschulabschluss machen. In die BES in Teilzeit können nur Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die ihre Schulpflicht bereits erfüllt haben. Außerdem müssen sie eine Zusage für eine Einstiegsqualifizierung von einem Betrieb vorlegen. Beachten Sie, dass BES Sprache und Integration zwar fast identisch mit BES Sprache Integration klingt, aber nicht dasselbe ist. Die Klasse Sprache Integration in Teilzeitform ist für Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Förderung benötigen. Die Schülerinnen und Schüler, die diese Klasse besuchen, haben einen Bedarf an Sprachförderung bzw. sonderpädagogischer Unterstützung. In der Klasse Sprache Integration in Teilzeitform kann man keinen Hauptschulabschluss machen. Bevor man in eine Klasse der BES aufgenommen wird, findet ein Beratungsgespräch an der Schule statt.
In dem Gespräch lernen sich die Schule und die Schülerin bzw. der Schüler kennen. Die Schule hilft dann dabei, die richtige Klasse auszuwählen. Folgen wir nun zwei Jugendlichen auf ihrem Weg durch die Berufseinstiegsschule. Felix hat die 8. Klasse einer Hauptschule bereits einmal wiederholt und die Versetzung in die 9. Klasse nicht geschafft. Er nimmt an einem Beratungsgespräch in einer Berufseinstiegsschule teil. Da er sich für eine Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe interessiert, wird er in die BES Klasse 1 mit dem Schwerpunkt Gastronomie aufgenommen. Nach der BES Klasse 1 besucht Felix die BES Klasse 2. Dort schafft er seinen Hauptschulabschluss. Im Anschluss findet Felix einen Ausbildungsplatz als Fachkraft im Gastgewerbe in einem Restaurant. Nach der Ausbildung wird er übernommen und kann in dem Restaurant als Fachkraft im Gastgewerbe arbeiten. Amira ist 16 Jahre alt und vor ein paar Monaten nach Deutschland gekommen. Zurzeit besucht sie eine IGS. Sie hat schon ein wenig Deutsch gelernt, aber es reicht noch nicht, um einen Schulabschluss zu schaffen. Sie nimmt an einem Beratungsgespräch in der Berufseinstiegsschule teil und wird in die Klasse Sprache und Integration aufgenommen. In dem einen Jahr lernt Amira so viel Deutsch, dass sie im Anschluss die BES Klasse 2 besuchen kann. Sie entscheidet sich für die Teilzeitform und findet einen Platz für eine Einstiegsqualifizierung für den Beruf Fachlageristin bei einer Spedition. In der BES Klasse 2 in Teilzeitform schafft Amira ihren Hauptschulabschluss und bekommt von der Spedition einen Ausbildungsplatz. Sie macht zunächst die zweijährige Ausbildung zur Fachlageristin und lernt danach noch ein Jahr weiter, um ihren Berufsabschluss als Fachkraft für Lagerlogistik zu machen. Die Spedition bietet ihr im Anschluss eine interessante Arbeitsstelle an. Dieses Video wurde von der Causa Landesstelle Niedersachsen, dem Migranetz, dem Netzwerk niedersächsischer Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte sowie dem Migranten-Eltern-Netzwerk Niedersachsen erstellt. Links zu weiteren Erklärvideos und Informationen über die einzelnen Schulformen sowie unsere Kontaktdaten finden Sie auf den unten verlinkten Webseiten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und ersetzen nicht das persönliche Beratungsgespräch. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für ihre weitere Schulkarriere und ihre berufliche Zukunft.